Alles Amok von Anita Augustin ist eine Zufallsentdeckung von mir. Ich war einstmals an der Nordsee und wühlte in einem Wühltisch. Dort fanden sich vielerlei Bücher und unter diesen war eines, das mich sofort in seinen Bann zog. Der Titel Alles Amok war illustriert mit einer gurkenähnlichen Wesenheit, die offensichtlich da aus einem Kreis oder aus einer Wand spross und ein Gesicht hatte. Diese gurkenähnliche Wesenheit mit einem Kopf, Augen, Mund und irgendwie so Flossen als Kopfbedeckung soll eine Art Darstellung des menschlichen Geschlechtsteils sein. Ich habe mir dabei zunächst einmal nichts gedacht, aber wenn man so innen aufblättert und sich so ansieht, was die Titelabbildung ist, Monstrum Figura Genitalis Viri, Historia Monstrorum 1642. Das ist ein männliches Genitalienmonster. Als ich das Buch dann gekauft hatte, war mir dieser Zusammenhang nicht sofort klar. Anti-Anti, so ist der Deckname von Jakob, dem Protagonisten von diesem Roman. Anti-Anti ist ein berufsmäßiger Demonstrant. Er verdient sein Geld also damit, dass er, egal welches Thema gerade auf dem Plan steht, dass er professionell demonstrieren geht. Er richtet sich so ganz nach den Wünschen seiner Auftraggeber, er zieht sich entsprechend an. Er hat einen Riesenkasten voll mit unterschiedlichen Plakaten, je nachdem, welches Thema gerade angebracht ist, ob Feministinnen demonstrieren oder Antifaschisten. Er ist für alle Fälle gerüstet. Aber es ist jetzt nicht ganz so einfach mit ihm, denn er hat eine traurige Vorgeschichte. Man erfährt über lange Strecken des Romans nicht, worum es da wirklich geht, aber es ist von Anfang an ziemlich früh klar, seine Mutter hat ihn als Kind operieren lassen. Irgendetwas wurde ihm wegoperiert. Und deswegen ist er seiner Mutter einfach böse. Er versucht, sie zu hassen, obwohl er das nicht immer hinkriegt. Sie befindet sich im Altersheim und im Alter von 9 Jahren war diese Operation und er weigert sich, sie im Altersheim zu besuchen. Er macht Bilder, spielt ihr die heile Welt vor, er hat eine Frau und er täuscht sogar vor, ein Kind zu haben. Dafür nimmt er seine Nachbarin Babsi, der fleischgewordene Blondinenwitz, wie er sie auch einmal ironischerweise bezeichnet. Sie stiftet er immer wieder dazu an, um mit ihm da professionelle Fotos zu schießen, um seine Mutter im Altenheim zu täuschen. Es kommt ab und zu ein Brief aus dem Altenheim und unser Held Jakob möchte aber zu gerne, dass seine Mutter stirbt. Er wartet immer drauf, dass sie stirbt. Ich könnte jetzt spoilern, ob sie jetzt stirbt oder nicht, aber ich halte mich jetzt zurück. Alles Amok erschien im Ullstein Verlag und Anita Augustin, sein Name, der mir vorher völlig unbekannt war. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, nur blöd, wenn Gott die Faust ballt, ist ein Zitat aus diesem Buch, was öffentlichkeitswirksam auf der Rückseite dem Publikum zur Schau gestellt wird. Richtig kranker Hardcore. Titel die Berliner Zeitung. Anita Augustin ist gut sogar, sehr gut sogar. Titel der Kurier. Na gut, also man muss wirklich sagen, das Buch ist sehr raffiniert erzählt. Es arbeitet mit sehr vielen Andeutungen, Aussparungen. Der Erzählstil ist manchmal ziemlich nüchtern, karg. Aber selten langweilig, sehr pointiert. Also ich habe mich bei dem Buch überhaupt nicht gelangweilt. Es hat sehr einige zahlreiche, verblüffende Wendungen. Anti-Anti ist immer in Geldnot. Und wenn er gerade keine Demo hat, die ihn ernähren kann, dann geht er mit einem Penner namens Paul Flaschen sammeln. Das ist sein zweiter Chef sozusagen oder sein einziger Chef, dem es eigentlich egal ist, ob er kommt oder nicht. Aber wenn er kommt, dann muss er immer für ihn die Drecksarbeit machen. Dann gibt es noch einen Textilverkäufer, bei dem er sich immer Klamotten leiht sozusagen. Also er kauft sie bei H&M. Dieser heißt Herbert, er hat eine furchtbare Hautkrankheit und deswegen wird er dann auch bald gefeuert in seinem Job. Und ja, dieses Trio wird dann noch ergänzt durch einen Leibwächter namens Siggi. Der arbeitet zuerst im H&M. Nee, der arbeitet nicht im H&M, der arbeitet in einem Supermarkt, bei dem Jakob sich immer gelegentlich durchfrisst. Aber Siggi vertraut ihm und deswegen fällt Siggi nie auf, dass Jakob immer für die aufgebrochenen Joghurts verantwortlich ist. Ergänzt wird das Ganze noch durch Dong Bak, einem koreanischen Bratwurstverkäufer,
dem Jakob weisgemacht hat, wenn er das perfekte Gedicht über seinen Bruder schreibt, der gefoltert wird, dann wird die Welt vor ihm ehrfürchtig in die Knie gehen und ihm dabei helfen, seinen Bruder zu befreien oder seinen Bruder aus der Folter befreien. Aber Jakob macht dies nur, um eine Gratis-Bratwurst von Dong Bak zu bekommen. Oder heißt der Gong Bak? Ich muss mal schauen. Dong Bak, Gong Bak. Dong Bang. Er heißt Dong Bang. Nicht Gong Bak, Dong Bang. Also wir haben jetzt alle zusammen. Sigi, Paul, Dong Bang, Babsi. Allen diesen Personen, einschließlich Jakob, ist gemeinsam, dass sie alle sympathische Loser sind oder überhaupt irgendwie ein tragisches Schicksal haben, an dem sie fast verzweifeln. Also Babsi ist ständig auf der Suche nach einem Mann und sie bewirbt sich hoffnungslos um einen Job nach dem anderen, aber niemand will sie haben. Sie ist ausgebildete Stretch- und Bewegungstrainerin, aber sie bleibt allein und sie ist hoffnungslos verliebt in Jakob. Und Jakob hat aber ein Problem mit Sexualität. Das hängt irgendwie mit seiner Operation zusammen. Aber das ist von Anfang an nicht so ganz klar. Aber es ist, es wird immer wieder angedeutet, dass er also sexuell nicht aktiv ist. Möchte zwar gerne mit Babsi, aber er kann ja nicht, weil in seiner Jugend im Alter von 9 Jahren eben diese furchtbare Operation war. Jetzt passiert etwas Eigenartiges. Also alle 4 verlieren mehr oder weniger ihren Job und landen in einem Vergnügungspark namens das Paradies. Dort gibt es Freak Town, in dem ein gewisser Jürgen, ohne Nachnamen, ein kleiner dunkelhäutiger Mann, seine Freaks um sich schart, um das Publikum zu unterhalten. Und das ist ein sehr, sehr spezieller Mensch mit sehr merkwürdigen Neigungen, bei dem jetzt nicht so genau klar wird, wie der jetzt so eigentlich tickt, was so in ihm steckt. Er ist unberechenbar und ihm fällt immer wieder etwas Neues ein, um die Menschen um ihn herum zu verblüffen und sie auch für seine Zwecke einzuspannen und zu manipulieren. Und dafür geht er auch über Leichen, beziehungsweise er verführt Jakob dazu, dann auch für seine Zwecke zu morden. Das Ende des Romans bleibt offen. Es ist vieles nicht wirklich geklärt. Wer wissen will, warum und weshalb, der sollte das Buch unbedingt lesen. Ich habe von der Dame noch nie etwas gehört, jetzt so Anita Augustin. Ich muss sagen, sie ist 1970 in Klagenfurt geboren. Sie ist also ein Jahr jünger als meine Wenigkeit. Sie hat in Wien Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und an der ersten österreichischen Barkeeper-Schule ihr Diplom gemacht. Nach Stationen in New York und London lebt sie heute als freie Dramaturgin in Berlin. Es gibt noch ein weiteres Buch von ihr, das heißt Der Zwerg reinigt den Kittel. Der Klappentext liest sich sehr interessant. Hier geht es um 4 Omas, die im Knast sitzen und versuchen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Endlagerstätte für senile Altlasten, talentfreie Zivis, verrückte Mitinsassen, sadistische Oberschwestern, die 4 Alten schlagen zurück. Also da scheint ein ebenfalls eine sehr, sehr originelle Geschichte zu sein.